Seid grüßt, Freunde des Mondberges. Wir gehen erstmal zurück und holen uns ein paar Tränke, sofern wir das Geld dafür haben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Kurzer Schnitt hier an der Stelle. Da bin ich wieder, ein paar Tränke habe ich gekauft, ein Fluchtseil. Das Geld ist wieder alle, muss reichen, das was wir haben. Los, auf geht's in den Mondberg. Rot! Ich sehe rot für die ganze Aktion hier. Pikachu. Oha. Vorsicht! Zubat ist ein Blutsauger. Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und du, gleich der erste Trainer im Mondberg. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Und wer bist du? Göre möchte kämpfen. Göre setzt Pipi ein. Pikachu setzt Donnerschock ein. Gesang. Au. Kacke. Und das bedeutet, Pikachu schläft. So viel dazu. Habe ich da ein Item? Nö, habe ich nicht. Ist aber auch schon aufgewacht. Also geht's. Scheiße. Heuler. Gut. Muss schon meinen ersten Trank einsetzen. Wollte jetzt eigentlich nicht machen. Lass mal Pokémon wechseln. Los, Pikachu, komm zurück. Los, Schmetbo. Vielleicht kannst du da was anrichten. Okay, ja. Ist natürlich gegen einen Level 14 Pokémon ein bisschen, wie soll ich sagen, bescheiden. Aber was soll's. So, ich setz mal Herzner ein. Könnte unter Umständen was bringen. Gesang. Naja, gegen Gesang bringt das ja auch nichts. Schläft. Das finde ich nicht so toll. Na, Spitze. Pikachu ist am Boden. Da muss ich mal Taubsi nehmen. Pipi ist natürlich auch ein bisschen lästig. Mit dem Gesang. Los, ruckzuck, Hieb. Du schaffst es, Taubsi. Du bist immerhin dasselbe Level wie Pipi. Los! Windstoß! Es reimt sich. Deshalb muss das klappen. Naja. Oder auch nicht. Ruck, Zug, Hieb! Da hätten wir es. Mühsam, aber wir haben es geschafft. Pikachu erreicht Level 11. Versucht, Ruck, Zug, Hieb zu erlernen. Kann er das nicht schon? Naja, gut. Dann soll er einen Attacker erlernen, verlernen. Oh, scheiße. Bitte. Haben wir zum Glück gespeichert. Die Tränke habe ich immer noch. Hat zum Glück dran gedacht. Pikachu, bleibt bitte für immer in diesem Level. Du musst dich nicht entwickeln. Du musst kein neues Level kriegen. Bleib mal lieber so auf Level 10. Du kriegst ja nie auf die Reihe. Oh, man. Was ist heute los? Hier nur ein Trank. Okay. Ein Zubat. Level 8. Na gut, lass mal Pikachu mal kämpfen. Donnerschock. Na, gibt's schon einen Levelanstieg? So, jetzt ganz langsam, Zwergi. Versucht, Ruckzuckhieb zu erlernen. Aber Pikachu kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Ruckzuckhieb vergessen werden? Ja. Welche Attacke? Heuler nehmen wir. 1, 2, schwupp. Pikachu hat Heuler vergessen. Und Pikachu erlernt Ruckzuckhieb. Haben wir das auch mal. So, jetzt mal zwischenspeichern. Bist ein ganz kluger Zwergi.
Ein Hoch auf mich. So, hier geht's schon mal weiter. Da kommt. Ah, hier scheint es irgendwas weiter zu gehen. Hier ist nur ein Item. Eine Sackgasse. Fluchtseil. Hätte ich ja gar keines kaufen müssen. Ja, gut. Ein wildes Zubat. Los, Schmettbo. Flucht. Flieh, Schmettbo. So, ihr könnt mir bei der. Oh, noch ein Item. Ein Sonderbonbon. Nice. Sofort einsetzen. So, Level 12 für Pikachu. Hat er gut geschafft. Ist das noch ein Team Rockets Typ? Ein Kleinstein. Kleinstein müssten wir eigentlich fangen. Das ist doch gut, oder? Der würde doch das Team gut ergänzen. Nehmen wir mal einen Trank hier. Weil das Gebimmel geht mir auch auf die Nerven. So, Decke. Ja, ist klar. So, dann einmal. Ja, Donnerschock geht nicht. Ruckzuck hieb. Kannst du ja jetzt. Los. Okay, hab ein bisschen mehr erwartet. Los, Pikachu. Ja, ich sollte vielleicht mal meinen Pokémon wechseln. Das mache ich auch direkt jetzt. Schmettbo, du bist dran. Schmettbo oder Schmettmo? Schmettbo klingt lustig. Nennt ihn einfach Schmettbo. Konfusion. Jo, das war schon fast ein bisschen zu viel. So, ich probiere es mal mit einem Pokéball. Hier mit Items. Habe ich doch noch einen, oder? Pokéball 3 habe ich noch. Los! Fang es. 1, 2, 3. Kleinstein wurde gefangen. Hervorragend. Willkommen im Team Kleinstein. Neuer Eintrag eingelegt. Kleinstein sonnt sich gerne auf Gebirgspfaden oder an Höhlen sonnen. Wird er sehr wütend, tritt man auf Kleinstein, wird er sehr wütend. Ja, kann ich mir vorstellen. Wäre auch wütend, wenn man auf mich treten würde. Jetzt ist das natürlich geschwächt, jetzt kann ich mit dem noch nicht kämpfen, aber Trank gefunden. So, und bist du von Team Rocket? Siehst nicht danach aus. Hey, schleich nicht so herum. Okay, das ist nicht Team Rocket. Streber möchte kämpfen. Streber setzt Magnetilo ein. Oh, und noch ein neues Pokémon. Das haben wir noch gar nicht gesehen. So, noch ein Trank für Pikachu. Oh, ihr seht, mein Team ist ziemlich geschwächt. So, Donnerschock. Weiß nicht, ob das was bringt bei Magnetilo. Nicht wirklich. Nicht sehr effektiv. So, ein normaler Ruckzuck-Hieb. Oh, schon etwas effektiver. Ruckzuck-Hieb. Wow, ein Volltreffer. Spitzenklasse. Nochmal Ruckzuck-Hieb. Bitte noch ein Volltreffer. Naja, immer kann man keine Volltreffer haben. Oha, es wird knapp. Ruckzuck-Hieb. Spiel auf Risiko. Tackle. Los, Ruckzuck-Hieb. Ja, nice. Magnetolo besiegt. Streber setzt Voltoball ein. Nee, ich kämpfe weiter. Ich habe ja noch einen Trank, den könnte ich einsetzen. Oh, Voltoball haben wir auch noch nicht gesehen. Geheilt. So, schön eine Bekanntschaft zu machen, Voltoball. Guten Schlag. Okay, ja. Falsche Attacke. Hochzug, die wollte ich. Naja gut, haben wir das auch mal getestet. Volltreffer. Oha, wenn das ein Volltreffer war. Naja. Dauert der Kampf noch ein Stückchen. Was, noch ein Volltreffer? Sah wie einer aus. Oder ist das das normale
Abzug von Ruckzuck Hieb. Dann bin ich glücklich darüber. Wurde mal besiegt. Ein paar EP-Punkte für Pikachu. Erreicht Level 13. Streber besiegt. Meine Pokémon bringen es nicht. Naja. Ich will jetzt mal wissen, wie ich hier weiterkomme. Da war diese Leiter. Geht's hier weiter? Ich kann mich ja sehr gut um. So, so, hier geht's noch runter. Und der sieht aus wie Team Rocket. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Nö, ich mach mich nicht vom Acker. Ich werde euch besiegen. Ich werde euch zeigen, wer sich hier vom Acker machen sollte. Nämlich ihr. Donnerschock Pikachu. Auf Zubat. Oh, das ist effektiv. Das kann man effektiv nennen. Superschall. Und das ist nicht sehr effektiv. Donnerschock. Ach, verwirrt. Sei wann anders verwirrt, Pikachu. Jetzt hast du zu kämpfen. Rettern habt ihr noch. Nein, ich will das Team nicht wechseln. Donnerschock. Vielleicht wirkt das auch bei Rettern. Attacke. Naja. Von Wirkung kann man nicht wirklich reden. Aber es paralysiert. Silberblick wird ihm auch nicht viel bringen. Donnerschock. Bald haben wir es geschafft. Noch einmal Donnerschock. Wickel. Ich krieg keine Angst. Wickel, was willst du denn mit Wickel? Willst du mich wickeln wie ein kleines Kind? Kannst du dir knicken? Kannst du vergessen? Zeig mir sie, Team Rocket. Du bist eine harte Nuss, Kleiner. Zwei gewinnt 360 Puck-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen einen weiteren Team Rocket-Rüppel hervor. TM01, was auch immer das sein mag. Wir schauen mal rein. Hier haben wir TM01. Mega-Hieb. Okay, das klingt auch sogar ganz gut. Wem können wir das beibringen? Pikachu oder Kleinstein. Kleinstein, komm. Mega-Hieb. Jetzt hat der Mega-Hieb, der Kleinstein. Jo, ein weiteres Zubat. Ihr wimmelt's nur so von Zubats. Die sind wirklich nervig in Höhlen. Schon in der ersten Generation so. Und wie komme ich jetzt weiter? Das ist ein Irrgarten hier. Nein, kein Labyrinth. Ein Labyrinth ist was anderes. Ein Labyrinth hat einen Eingang und keinen Ausgang. Also führt in die Mitte. Oha, den wollte ich jetzt nicht erreichen. Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Wer überfällt hier wen? Ein Wanderer möchte kämpfen. Er ja irgendwie nicht. Er überfällt vielmehr mich. Los, Pikachu! Donnerschock! Der typische Satz. Ja, war klar, dass der keine Wirkung hat. Sorry, ich hab's wieder vergessen. War eigentlich klar, aber... Sorry, ich vergiss das gerne. Ich lasse mich immer von diesem Satz mitreißen, der so episch ist. Pikachu Donnerschock. Hochzugieb geht zwar hoch, aber... Der Ash, der ist doch hier spitze. Nein! Verdünnisier dich, Pikachu. Ich hole Schmetbo. Schmetbo. Keine Ahnung. Schmetbo klingt deutscher. Aber Schmetbo. So richtig deutsch. Liftpuder. Los geht's. Es hat keine Wirkung. Hat das überhaupt irgendeine Wirkung? Tackle. Ja, dann von mir aus Konfusion. Wenn das was bringt. Oh, bringt was. Tackle geht's daneben. Konfusion. Mach's fertig. Mach's alle. Dankeschön. Smetbo oder Schmetbo ist doch immer wieder sehr zuverlässig. Ich glaube, ich versuche mir Smetbo anzugewöhnen.
Das klingt etwas besser. Konfusion. Nice. Das geht ja voran. Konfusion scheint was zu bringen. Ja, haben wir ja schon bei Roku in der Arena gesehen, dass das was bringt. So haben wir den Ohren im letzten Part bestanden. Ja. Wie gesagt, die Steuerung brauche ich noch ein bisschen Zeit, um die zu kapieren. Tackle Onix, den hatten wir auch bei Roku. Hat wohl dieselben Pokémon wie Roku. Bloß im Gegensatz zu Roku ein Pokémon mehr. Stärker als der Pokémon Arena Leiter. Ich will ja nichts sagen, aber joa, das ist ein Wanderer, ein bisschen bessere Pokémon hat als der Arena Leiter. Ein bisschen peinlich. Stachelsbüro, das klingt doch gut. Welche Sache soll ich vergessen werden? Vergessen wir doch mal Härtner. Hat sowieso nichts gebracht. Habe ich sowieso nie eingesetzt. Ja, ich weiß, jetzt heulen wir einige rum. Härtner kann man doch einsetzen. Bringt doch etwas. Naja, ich bin eher der offensivere Typ. Hast mich total überrumpelt. Wer hat hier wen überrumpelt? Mein Item. Moonstein. Oha. Wo das mal gebrauchen können. Sieht doch schon gut aus. Oha, jede Menge Rockets-Typen. Die Erwachsenen nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Wenn man sowas sagt, man sagt, die Kinder müssten ihr Maul halten, wenn die Erwachsenen reden. Du kannst erst reden, du hast erst eine Meinung zu vertreten, wenn du erwachsen bist. Vorher darfst du nichts sagen als Kind. Als Kind hast du den Mund zu halten. Eigentlich eine Scheißerziehung. Das ist so. Das ist eigentlich eine richtig blöde Sache, wenn man das zu seinen Kindern sagt. Ein Kind hat doch Oma was zu sagen. Das hat mich auch als Kind immer extrem abgenervt. Nicht so als 5-Jähriger oder 6-Jähriger hier neben Erwachsenen stand. Und was sagen würde dann so, sei still, wenn die Erwachsenen reden. Ich sage nicht, dass man keinen Respekt haben sollte vor Erwachsenen und da als Kind nicht zwischenlabern sollte, aber ja, jedes Kind labert, man soll es als Erwachsener den Kindern auch nicht übel nehmen, wenn sie dazwischen labern. Meine Güte. Kinder aus, die labern mal dazwischen. Die ist halt nun mal so. Team Rocket setzt Zubat ein. Selbstverständlich setzt Team Rocket Zubat ein. So. Hochzutrieb ist aber auch nicht uneffektiv. Attacke ist nicht sehr effektiv. Windstoß. W ist davon. Auf uns davon mit dem Zubat. Zwecki besiegt Team Rocket. Ich bin sauer. Okay, das musst du mir jetzt sagen. Dass du sauer bist. Was ist eigentlich mein Ziel jetzt hier in dieser Höhle? Gibt es da irgendwie einen Boss von Team Rocket, den ich erreichen will, oder was ist los? Will ich alle besiegen, oder ein Pipi? Das könnte ich mir fangen. Das ist ein gutes Ziel. Ich weiß nicht. Ja, komm, lass fliehen. Später vielleicht. Erstmal habe ich meinen kleinen Stein. So, wo geht's weiter? Hoffentlich keine Sackgasse. Da komme ich so schnell nicht mehr raus. Sind wir ja in einem Kreis gelaufen. Ein wildes Kleinstein. Level 11. Ich habe als Level 10. Kann ich das hier haben? Und dann halt nicht. So, hier scheint es weiter zu gehen. Hier wird wirklich mal ein Garten.
Scheint so, als ob ich den besiegen müsste. Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Diese Fossilien gehören mir! Scheint so, als würde es hier mit der Geschichte ein bisschen weitergehen. Die Fossilien haben hier irgendwas mit der Geschichte zu tun. Los, Metzbo! Tackle! Okay, Aussetzer. Ich müsste mal meinem Smetbo meinen Trank verabreichen. Ich habe noch einen. Den soll er kriegen. Pfund! So, das war nötig. Stacheles Bogen ausprobieren. Im Gegensatz zu dem Giftzeug hat es wenigstens eine Wirkung. Konfusion! Jo, das war's. Das hat's gebracht. Slimer ist verwirrt. Konfusion. So. Paralysiert und besiegt. Noch zwei andere. Oha. Streber sitzt Voltoball ein. Kennen wir schon. Kreideschrei. Schrei so viel du willst. Wird dir nichts bringen. Irgendwas hat er blockiert, sag mal. Was so ist. Heide Schreie. Konfusion. Und so weiter. Nein, erst noch ein Deckel. Hatte doch eine andere Attacke eingesetzt. Und noch einmal. Halt aus. Smetbo. Jo, Voltoball besiegt. Erreicht Level 15. Versucht Schlafpuder zu erlernen. Und was? Das gibt's auch noch. Kannst du durch Giftpuder ersetzen. Hat ja sowieso nichts gewirkt. Hier Giftpuder kannst du verlernen. Schlafpuder ist doch gut. Da kann ich gute Pokémon mitfangen. Das bringt's. Auf jeden Fall. Und letztes Pokémon. Können wir gleich mal einschläfern. Können wir gleich mal probieren. Smogon! Ich weiß nicht, ob das auf ihn wirken wird, aber los geht's. Wirst eingeschläfert. Jupp, wirkt. Da pennt es. Dann können wir in aller Ruhe Konfusion einsetzen. Uaha! Hätten wir auch so in aller Ruhe machen können. Das bringt viel. Bei Smogon. Attacke ist sehr effektiv. Smogon wurde besiegt. Und Trainer wurde besiegt. Geht siegreich hervor. Meine Fossilien. Gib her. Zweig erhält das Helix-Fossil. Oder so ähnlich. Okay, dann gehört das hier mir. Okay, ich durfte mir eins aussuchen. Ich dachte, ich nehme alle. Falsch gedacht. Bleib auf der Stelle stehen. Wer ist da? Oh. Die erinnern mich an zwei Duftetypen. Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Gerade aufgeben, aber los, damit kämpfen wir sie gerade. Team Rocket möchte kämpfen. Jesse und James. Aus den Mangas und Animes. Konfusion. Mein Team ist zwar sehr geschwächt, aber die werden wir bestimmt noch besiegen. Daran wird es nicht liegen. Retan besiegt. So, wie viele habt ihr noch? Zwei Pokémon noch. Pff, das geht doch locker hin. Nein, ich möchte weiter kämpfen. Mauzi! Es gibt Mauzis in Pokémon. Gelb. Ich muss mir unbedingt Mauzi fangen. Vielleicht nur bei Jesse und James, weil das ihr Pokémon ist, aber gebt mir ein Mauzi! Lea, die Unsterbliche, muss ins Team. Ich würde sagen, gebt mir euer Mauzi, aber oha, Konfusion ist alle. Na gut, dann muss wohl mit Tackle kämpfen. Das ist schlecht, aber ja gut, wenn es schon schläft, dann kann ich mir Zeit lassen. Schläft tief und fest.
Ich will ja euch oder Mozzi nicht klauen. Eigentlich schon, aber ich bin nicht Team Rocket. Ihr klaut mir mein Pikachu nicht und ich glaube euch euer Mozzi nicht. Einverstanden? Ich glaube, das ist ein guter Deal. Mozzi schläft weiter. Das finde ich gut. Kann ich nochmal Ticker einsetzen. Besiegt. So, letztes Pokémon. Level 16 für Smetbow. Smogon. Hätte man erwarten können, wenn man die Anime kennt. Tackle. Okay, ich hätte erstmal einen Schläfern machen sollen. Aber das kann ich ja jetzt nachholen. Schlafpuder. Das hat keine Wirkung. Was? Oh shit. Konfusion ist alle. Ich mach mal das aufgehoben, die Attackenpunkte. Oh. Weia. Wen haben wir denn jetzt noch? Taubsi. Naja, das ist ja. Das kriegt Taubsi hin. Hoch zu Kieb. Ordentlich. Smog wird von Smogern eingesetzt. Los, Taubsi. Windstoß. Wie ihn davon. Naja. Naja. Komm. Taubsi, du schaffst das. Wollte schon Mauzi sagen. Los. Los. Auf geht's. Aha. Das wird gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Sehr eng. Sehr, sehr, sehr eng. Level 16. Aber wir haben es geschafft. Jesse und James besiegt. So ein Bulk hat uns besiegt. Sven gewinnt 420 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Rocket, Jesse und James hervor. So schnell wie das, wie das leicht. Okay. Oh ja, ich bin Ziel gegen die beiden zu kämpfen. Kann ich jetzt wieder raus? Ja, scheint so. Route 4, Mondberg, Azuria City. Pokémon Center, ich brauche ein Pokémon Center. Taubsi wurde besiegt. Okay. Durch das Gift. Ich will zu einem Pokémon Center. Gebt mir ein Pokémon Center. Mein Team ist am Arsch. TM04. Was auch immer. Pokémon Center. Das sieht doch schon gut nach einer City aus. Ja, das ist die nächste Stadt. Pokémon Center, Pokémon Center, Pokémon Center, Pokémon Center, Pokémon Center. Fahrtladen. Ja, auch gut, aber ich bin Pokémon Center. Da ist ein Pokémon Center. Perfekt. So schnell das Pokémon-Team heilen. Und dann sage ich mal, ich beende diesen Part an dieser Stelle. Wir haben den Mondberg bezwungen. Und ja, gibt es ein Video, in dem ich noch umsonst euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video nicht verpassen wollen solltet. Ansonsten habt noch einen angenehmen 40-Tag gehabt. Euch wohl und haut rinne. Bis zum nächsten Mal.